Okay, Freunde, Turmenspiele und heute mal aus praxisnah sozusagen Aufgaben von Lichess und die löse ich mit dem Clansi zusammen. Hallo Clansi. Hallo, Jule. Ja, mach noch mal, vergiss es. Mach noch mal. Machen wir nochmal Cut. Mach noch mal Cut, ja. So, wir haben hier Schwierigkeitsstufe um die 2000 von Lichess und, ja, und genau, Turmenspiele. Das heißt, wir machen jetzt mal so drei, vier Turmenspiele und mal gucken, wie weit wir kommen. Hier haben wir jetzt einen F-Bauern auf F6, der zieht nach oben Richtung Turm. Und dann können wir auch schon quasi gewinnen, weil wenn der Bauer durchzieht, Genau. dann kann er sich nicht mehr Richtig, verstecken bedrohen. gegen den Turmschach und dann sind wir durch, ne? Ich würde auch sagen, F7 gewinnt hier. F7, er macht irgendwas. H7, dann machen wir König erst ran an seinen Bauern, falls er durchzieht. Genau. Aber ansonsten Und können dann wir da. nach einen Schach geben und selber umwandeln. Und dadurch, dass wir hier zwei Reihen zwischen haben. Zwischen der Grundreihe und wir kommen also im nächsten Zug immer mit Schach und können einziehen. Ja. Na, wenn der König jetzt hier auf, ich denke mal, auf G3 stünde, wäre es vermutlich Remis. Dann könnten wir zumindest kein F7 spielen, ne? Weil natürlich Richtig. dann wieder nach B2 zurückginge. Genau, nach Und B7. deswegen wäre es vermutlich Remis. Ja, und denkt, deswegen wird König G4 hier auch der, oder König B5 der Fehler gewesen sein. Ja. Ja, F7 gewinnt, glaube Genau. ich. Das dürfte relativ schnell Ja. gehen. Jetzt laufen wir ran. Und holen uns im nächsten eine Dame. Und jetzt gehen wir das Schach und dann wandeln wir um. Okay. Ja, die Diese war einfach. Aufgabe soll eine Spielstärke von 2199 gehabt haben. Ja, natürlich. Verstehe Ja, ich. ist klar, mindestens. Tatsächlich. Also ist schon, ja, nee, steht hier. Ja. 2199, okay? Also dann sind Turmendspiele, wenn das eine 2-2-Aufgabe ist, dann müssen Turmendspiele super einfach sein. Ja, Sind ja auch, okay. sage ich doch immer. Genau. Ja. Doch, nächste. Ich glaube, nach der Aussage würde dich Guni feiern. So, was haben wir denn hier? Ein Bauern weniger, aber den Qualitätsbauern. Ja. Okay. König E5. Ja, genau. Turm schlägt F3. Turm schlägt F3. Schach. Turm B7 Schach. König kann nicht nach F8, weil wir dann matt setzen. Genau. Wir Beziehungsweise. spielen ja so oder so, spielen wir König F6, egal wo er Ja, hingeht, genau. und nutzen seinen Ja. F4 Bauern als Regenschirm quasi. Und dann drohen wir einfach Schach und Bauern durch und das kostet seinen Turm und seine Bauern können wir aufhalten. Ja, genau. Der Schach. So. Was wäre denn noch Sagen das günstigste Feld für König Schwarz? D8, sagen wir mal, damit er nicht auf Matt sofort König steht. Do. König Dora 8. König König F6. F6. Droht Turm. E7 Jetzt macht er und Turm E3. Ende. Turm Macht E3. da Turm, ja, macht da Turm E3. So. König F7. Wir können. Können wir Oder? hier auch schon E7 Schach geben? Nee, noch nicht. Oh, geht Ah auch, ja, aber. genau. Geht vermutlich auch, ne? Wobei er hat dann drei. Aber die können wir aufhalten, die drei Bauern, ne? Die müssten wir theoretisch aufhalten können. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, so wie die stehen, König Turm F7. Ne, dann kommt E5. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen's. So. Ja. Schach? Schach und die Aufgabe ist zu Ende. Ja, Ja, okay, war das ist, klar. Aber König D8 okay, wäre machen jetzt wir mal. der beste Zug von denen. Genau, König D8. Ach, jetzt kommt direkt E7, sofort E7 Ah, Schach. Macht okay. natürlich noch mehr Sinn. Ja, Macht weil natürlich noch dann mehr Sinn, weil dann drohen wir König F6 er muss auf E8 bleiben, ne? und genau. Ja.
Mein König F6, König F6 und dann Drohwert Schach. Ja, König F6 gewinnt am Ende auch, ist aber nur plus 2,7. Ne? Ja, das ist Da musst du noch kämpfen, dann hast du wahrscheinlich das Problem, dass du hier, der tauscht den Turm, der opfert den Turm und du musst die Bauern aufhalten. Das ist wahrscheinlich dieses König F6. Ja, genau. Dann ist der echt deutlich besser, ne? Ja. König E8, König E8 und König F6 und Ende. Ende aus Mickey Mouse. Mickey Mouse, genau. Was haben wir denn da? Das sieht nach Backrank aus. Ja. Man könnte natürlich auch in der ersten Schach nicht. Wir müssen ihm erst das Feld F2 wegnehmen, ne? Der. Dann hat er nur einen Zug, nämlich König F1. Ja. Ja gut, im Grunde hat er zwei Züge, König F1 und Turm A1, Turm A8. Aber der. So. Jetzt können wir ja schon mal eben rechnen. Wenn wir jetzt einen Schach geben mit dem Turm. König E2. Und jetzt H3 Durchbruch. Ja, H3, ja. Ja, warte, so ganz so trivial ist es noch nicht. Doch, wenn er auf H3 schlägt, machen wir ja G2. Und wenn er Turm A8 Schach spielt, dann schlagen wir zwar den F7. Dann kann er zwar mit dem Turm irgendwie auf die H-Linie hinter den einen, aber dann ist halt der G-Bauer weg, ne? H schlägt G2 und das gewinnt ja auch für uns. Ja, gewinnt alles. Also G3 sieht gut aus. Den, König E2, H3. König F3, H3. Ne, König F3, H3. Doch, klar. König F3, H2. Achso, der. Jetzt der H3. Wenn jetzt König F3 käme, spielen wir H2. Den kann zwar mit Turm A8 und Turm H8 noch aufhalten, aber wir wandeln ja einfach um und der A-Bauer ist zu langsam. Ja. Okay. So. Jetzt trotzdem das Schach. Und H3. Okay. Das ist ja immer das gleiche Motiv. Das ist ja. Ja. Das ist ja gut. Das war ja nicht so schwer.